Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, in der letzten Folge hatten wir eine Menge Spaß mit allen möglichen Rassen und Gegnern. Und jetzt sind wir endlich mal im Museum der Hexerei angelangt. Museum of Witchcraft. Sehr cool. Und da ist jemand, merke ich gerade. Hätte ich jetzt einen Hund dabei, ne, dann würden wir uns so episch gegeneinander laufen sehen. Hi. Wow, du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Der beste Freund des Menschen, oder? Warum Piper. verkaufst du sie? Ach, ich will Sie? eigentlich gar nicht. Aber ich liebe Hunde und muss irgendwie Geld verdienen. Also züchte und verkaufe ich sie. Es geht mir mal wochenlang schlecht, wenn ich einen Piper, verkaufe. ehrlich? Aber dann gibt es einen neuen und es geht von vorne los. Ah, Mit in dem meinetwegen. Geschäft. Ach ja? Wirklich? Ich meine, sie ist wirklich toll. Verstehe Irgendwie ist mich ein nicht Haken falsch. daran, ne? Ich Piper, möchte sie ehrlich? nur nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um sie kümmert. Verkaufst du deinen Hund jetzt oder nicht? Nun, ja, aber wenn es soweit ist, habe ich Probleme, sie loszulassen. Ich hänge an ihnen. Weißt du? Du entscheidest. Du hast schließlich angeboten, den Hund zu verkaufen. Schon vergessen? Ja, ich weiß. Es ist nur, wenn es soweit ist, fällt es mir immer schwer, die Tiere wirklich abzugeben. Ich will sie nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um... Vergiss es. Oh, okay. Dann bis später. Aber ganz mal aufhören, immer vor meiner Nase rumzulaufen. Alter, die geht mir ein bisschen auf Nerven. Aber warte. Für sowas habe ich meine Charisma-Klamotten. Dabei. So. Wer sagt denn bitte schön zu so einem Typen nein? Hallo, du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Ja. Wir sind im Geschäft. Ach ja? In Ordnung. Ich möchte sie... Ich werde mich gut um sie kümmern. Keine Sorge. Ja, okay. Du siehst nicht so aus, als würdest du sie essen wollen oder so. Du willst sie also wirklich kaufen? Ja, ich würde deinen Hund wirklich gern kaufen. Okay. Du kannst ihr doch ein Zuhause bieten, oder? Streuner nach Red Rocket. Das Städte, ne? Ja. Ich denke, das dürfte reichen. Okay, Mädchen. Das ist dein neues Herrchen. Er gibt dir ein neues Zuhause. Nun geh. Sei ein braves Mädchen. Mach's gut. Ich muss jetzt gehen. Du kümmerst dich um sie, ja? Was sollen die ganzen Kamerafahrten? Kümmere dich bitte gut um sie. Okay, du gehst mal zur Red Rocket Raststätte, ne? Vielleicht nehme ich dich irgendwann mal mit. Okay. Was auch immer, das ist gerade passiert und Von ihr bekomme ich sie nicht auf. jetzt muss ich auch noch irgendwie einen Umweg finden. Und ich mache mal, glaube ich, den Fernseher ein bisschen leiser. Sonst hört man wieder ein Echo und das ist nervig. Ja, so wie eine Burg, so eine altertümliche. Mein Interesse ist geweckt. Könnte man den Typen nur hier treffen, oder ist er einfach zufällig hier so durchs Ödland gelaufen? Frage ich mich gerade so. Ich denke mal, war so zufällig, ne? Keine Ahnung. Wo schon. Oh, meine Nase, ey. Ah, Experte. Perfekt. Wie schön. Technisches Dokument. Sieht kein Tag älter als 199 aus.
Map. Warte mal mit, ich glaube, es gibt gut Materialien. Na, ah, wie komme ich denn dann sonst hier rein? Wir sagen mir, sind nicht wieder Raider und so Leute irgendwie am Campen vor dem Eingang. Also Eingang, wo ich rein kann. Okay. Private Heart. Ja, woher weiß ich, dass das Private Heart ist? Ich sehe den Kopf nicht. Mein Charakter, ne, wie der immer irgendwie Namen weiß und so, ne? Von anderen Leuten, die er zum ersten Mal trifft. Ein teuflischer Auftrag. Okay. Ah, ups, ah. Zu weit. Jeffries, Lee hat den Rekorder zum Laufen gebracht. Und hier ist einer. So vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwoods für einen Roboter-Butler wegschleppen? Wie hieß der nochmal? Wellington? Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten. Oh, tut mir leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hätte Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Schütze Martin. Spuren? Was für Spuren? Was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Connors? Wo ist der Rest von ihm? Oh Gott, es hat uns gefunden. Sergeant Lee, schnapp dir die Kiste. Lass das Ding nicht aus den Augen. Alle ins Museum, sofort. Major! Major, was hat uns gefunden? Okay. Was könnte da drin sein? Ist das jetzt aktiv, das Dingen? Boah, ich sehe gerade den Schatten erst. Okay, ja, ist ein bisschen traurig, dass du direkt hier am Eingang gestorben bist. Schaffst du das denn, bitteschön? Aber naja. Gut, hoffentlich ist da irgendwas wirklich Übernatürliches drin, was wir noch nicht kennen und so. Irgendwas sehr Schweres, habe ich so das Gefühl. Ja. Oh Gott, das klingt sehr schwer. Bitte nicht eine Todeskalle, also eine Todeskalle im Gebäude drin. Das war ja noch besser. Da könnte da drin sein. Ghoul. Könnte ich mir vorstellen. Weil die würden es ja nicht essen, denn wenn sie wüssten, was es ist. Also scheint es irgendwas zu sein, was noch nicht hier so vorkam. Wir sollen nämlich hier nicht so hypen, ne? Na, ist halt irgendwas voll lahmes. Ja. Damit ist jetzt irgendwie so ein Jumpscare-Gebiet hier. Das ist wie dieser eine Vault im dritten Teil. Einfach irgendwie so Halluzinationen und so kommen. Aber diesmal ist das echt. Okay. Irgendwas kommt hier gleich hier so volle Möhre durch die Decke runtergesprungen vor meiner Nase, ne? Und zerreißt mich dann in der Luft. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Übernimmt Piper. Oh, wo ist die jetzt schon wieder? Ich kann halt nicht leiden, wenn die ganze Zeit die Gefährten irgendwo rumlaufen, ne, und ich keine Ahnung habe, wo die sind. Na, er läuft hier noch vor und triggert irgendwas, ne?
Und hey, warum hast du das Verlangen, überall zu sitzen? Was ist los mit euch? So gefährtenmäßig. Nein, hier geblieben. Kann ich irgendwie einschalten, du bei mir bleibst? Viper. Weißt du, ich weiß noch immer wirklich zu schätzen, dass du kein Idiot bist. Danke. Ebenfalls. Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester, Nat, die langsam zu mir wird. Sie wird so wie du? Was meinst du damit? Ich Ich habe mache immer mir noch die Klamotten an, schrecklich merke ich Sorgen darüber, gerade. dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue. Aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird Müssen wir sie so mir unbedingt wehtun. jetzt hier in diesem Ist gruseligen sie wieder Haus die süße, unschuldige Nat, besprechen? Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin? Was soll ich nur tun, Lou? Hm. Es ist nicht deine Entscheidung, was aus Nat wird, Piper. Du entscheidest nur, ob du Teil ihres Lebens bist. Du hast recht. Sie ist sie selbst und wird es immer sein. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht Lässt mehr mich immer noch gebraucht. fremden. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Ja, und das gefällt mir. Aber hallo. Aber hey, nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Hast du mal kurz eine Minute Zeit, Blue? Oh, warum willst du immer? Na klar doch. Es ist nur, was du wegen Ned gesagt hast. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und du hast recht. Ich werde nicht entscheiden, was aus Ned werden soll. Das wird sie ganz alleine selbst herausfinden. Es ist nur, dass es mir manchmal so vorkommt, als hätte ich im Leben nur Ned und die Zeitung. Jemanden zu haben, auf den ich zählen kann. Jemanden wie dich bedeutet mir viel. Nicht viele Leute verbringen gern Zeit mit der neugierigen Reporterin. Gehen dir die Leute wirklich aus dem Weg? Ja, gut. Ich meine, ich habe nicht mit der Zeitung angefangen, um mir Freunde zu machen. Ich wollte nur die Dinge verbessern, die meiner Meinung nach falsch liefen. Als Ned und ich nach Diamond City kamen, lief eine Menge falsch. Korrupte Wachen, lausige Ich Infrastruktur. wollte eigentlich nur gucken, ob ich Bevor irgendwie ich ändern kann, hier hat er mir die rausfuhr, ganze hatten sie Zeit mich davon ein rennt. Bücherregal gestellt. Ein Bücherregal. Mehr nicht. Ich habe die Zeitung eigentlich als rein Akt der Verzweiflung gegründet. Wie sich herausstellte, war ich nicht die Einzige, die wollte, dass die Dinge sich ändern. Nach den ersten Ausgaben waren zwar vielleicht nicht alle meiner Meinung, aber immerhin hörten mir alle zu. Hört sich an, als hättest du wirklich aufgeräumt in Diamond City. Es wurde eine Menge gemacht. Sie haben sogar ein zweites Bücherregal vor das Loch gestellt. Und es wurde zugemauert. Als die erste Ausgabe erschien, fühlte ich mich, als hätte ich das erste Mal etwas Nützliches getan. Aber danach änderte sich alles wieder. Die Leute wollten nicht mehr mit mir reden. Offenbar war ich über Nacht von Piper der Freundin und Vertrauten zu Piper der neugierigen Schnüfflerin geworden. Viele Leute behandeln mich seitdem anders. Langsam kam es mir so vor, als könnte ich nur noch auf meine kleine Schwester zählen. Das ist lange her. So behandeln die Leute dich doch sicher nicht mehr. Möchte man meinen, aber es ist sogar schlimmer geworden. Klar, ich habe ein paar Freunde in der Stadt wiedergewonnen, aber jetzt habe ich sogar einen Ruf außerhalb. Deshalb ist es ein Glück, dass ich jemanden wie dich habe. Du hast keine Angst vor mir, wie alle anderen. Ich war mir sicher, dass die Zeitung das Beste sein würde, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber jetzt, da ich hier bei dir bin, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe schon ewig jemanden wie dich in meinem Leben gebraucht, Blue. Ich dachte nur nie, dass es auch passieren würde. Also danke für eine Freundschaft, auf die ich zählen kann. Umwerben, okay. Danke, Piper. Das bedeutet mir eine Menge. Gern doch.
Ich wünsche mir nur, ich könnte es dir anders zeigen, als dir nur Rückendeckung zu geben. Jetzt komm, brechen wir auf. Der höchsten Verwunderstufe in Piper sind Skill Redegewandtheit erhalten. Okay. Dauerhaft oder nur wenn ich sie dabei hab? Na, du kommst jetzt mal gefälligst her. Hey. Wohin? Hey, Piper. Weißt du, du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen. Die Dinge haben mir buchstäblich das Leben gerettet. Was meinst du? Wie wär's mit einer Liste der besten Freunde des Instituts? Machen wir uns auf den Weg. In Ordnung. Hey, Piper. Stimmt was nicht? War super. Okay, ich kann nichts irgendwie so ändern. So, ich habe einen Skill bekommen. Redegewandtheit. Ach, ich bin immer noch abhängig, merke ich gerade. 100% Erfahrungsbonus für Sprachherausforderungen. Das Entdecken neuer Orte. Okay, cool. Da müsste ich aber nur mal jemanden mal reden können. Wahrscheinlich habe ich den Skill nicht mehr, wenn sie weg ist, ne? Was? Dieses Geräusch. Kommt mir bekannt vor. Totenkopf, Halstuch. Ich habe auch ein Halstuch gerade an. Cool. Ich soll vielleicht mal meine Klamotten ändern. Weil das ist jetzt, weiß nicht, sehr schwach, was ich hier ausgerüstet habe. So, jetzt sehe ich wieder sexy aus. Dieses Geräusch, das kannte ich. Hier kommt sowas von der Jumpscare. Da war wahrscheinlich schon eine Jumpscare. Aber ja. War natürlich sehr. Oh, Leder brauche ich sogar. Stahl. Klingel noch mehr. So, was wartet wohl da oben auf uns? Jetzt sind wir auf der gleichen Höhe. Irgendwas, was mich fertig macht, ne? Oh Gott. Ja, sieht nach Raketenwerfer, kriege ich hier, ehrlich? Oh Gott. Ich werde sowas von sterben. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Du Blöde! Hat die die umgeworfen? Boah, ey. Du Blöde! Kam die auf einmal so und hat die umgehauen, ey. Ich hab mich voll erschreckt. Oh Gott. Gott, hat der Baba. Sehr gut. Es ist echt eine Todeskralle. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wie soll ich denn das machen? Willst du mich verarschen?
Ja, du hast vielleicht Ideen. Ey, dann sag ich genug. Du hast Krallen gesehen in letzter Zeit. War jetzt nicht so geplant. Oh mein Gott. Ja, komm her. Ja, wie soll ich denn das sonst erledigen? Ich habe keinen mehr. Ich habe noch Kronkorken und Molotow-Cocktails. Ich habe Augenknall, ey. Wie soll ich denn die hier besiegen, ey? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Mit einem Schlag weg. Hey, ganz mich doch mal. Das ist natürlich sehr fair jetzt. Boah. Hat mich schon getriggert? Nee. Nett. Die haben doch natürlich einen Knall. Soll ich einen Nattviech schaffen? Hey, was ist denn das? Nattviech soll ich erledigen? Ehrlich? Die haben noch einen Knall hier. Das war nicht unmöglich, wenn ich hier das hier abuse. Wie blöd. Bingo. So, jetzt mal hier speichern. Oh, super. Sogar hat mein Dingens weggeschrien. Also kannst du mal aufhören, sofort auf mich loszugehen? Ich noch nicht auf mich schon wieder. Alter, soll ich das jetzt hier nur so abusen oder was? Ja, was soll ich hier machen? Ganz ehrlich. Dauert doch ewig, bis ich die erledige. Ja. Ist auch voll billig natürlich, aber anders kann ich nicht erledigen. Zum Dingen. Jetzt hinter das Kronkorken, geil. Ich will mal sehen, wie das Ding explodiert. War so wieder so kacke, ne? Ich habe da nicht die Viech noch nicht mal annähernd angekratzt. Ja,
Aber was soll ich denn dagegen machen? Dann ich mache mich mit einem Schlag fertig. Vor allem, das kann wahrscheinlich sogar noch. Ja, so kacke, so zu kämpfen. Weil mir das echt so funktioniert, ne? Nee, gibt's doch einfach nicht. So stinklangweilig so zu kämpfen. Ich zieh sogar so mehr ab, ey, ich krieg die Krise. Mein Gott, das ist auch voll kacke. Und er stellt sich immer direkt dahin. Soll ich denn so kämpfen, ey? Ja, da muss man sich irgendwie besser irgendwie so. Das ist natürlich stinklangweilig, aber so habe ich keine Chance gegen das Viech. Ich hoffe natürlich, Piper fragt dadurch nicht. Ein paar Mal dahin geschossen. Wie muss ich mich nur einmal treffen, dann bin ich tot. Das ist wunderbar. Ich habe jetzt auch schon dutzende Mal gespeichert, also ich versuche mal das hier. Also bin ich eigentlich tot, ne? Das ist echt geil, eigentlich die Waffe. So AP-mäßig, ne? Ja, da verdeckt sich denn das aus, ey. Überleben, Freunde. So geht das hier leider ab. Spiel und Spaß für jedermann. Komm schon, jetzt aber. Oh, sehr gut. Oh, das war der langweiligste Kampf aller Zeiten. Kann ich mit Sicherheit sagen. Natürlich lebt die noch all den Explosionen. So, wo sind die ganzen Kronkorken? Ich habe ja Kronkorkenminen wie blöd platziert. Sind alle weg, ne? Leck mich. Ne. Oh, verdammt.
Finde ich geil, hat man dadurch noch Kronkorken wieder bekommt. Macht ja eigentlich Sinn, ne? So, und das haben wir erledigt. War sterbenslangweilig, aber wir haben es erledigt. Und ja, würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.